Ich steck sie mach, komm, mach aus! Mach aus! Ich steck sie den Trichter in den Hintern rein, damit dass noch die Rückstoßenergie noch als Antrieb als nutzen kannst. Genau. Und nicht abwischen, sondern trocken füllen. Alter, was? Ich seh nur Stefan Sepp, der Anhänger da so rumrollt. Komm ich hier rückwärts raus? Oh oh. Ich glaube nicht. Nee. Warte, warte. Er dreht durch. Ey, guck mal, wie schnell. Ja, warte, Boggy. Ey, meine Achse sich drehen kann. Ey, mach mal das. Blinke aus, Dennis. Ganz leicht. Hab ich dich getroffen? Alter, da kommt krass von rückwärts auf mich. Keine Sorge, ich hab kontrolliert. Und er ist wieder abgestorben. Komm. Ja, versuch's mal vorwärts. Versuch's mal vorwärts. Aber wie hell's Fernlicht alles ausleuchtet, ne? Ach ja, ich hab gar nicht alles Licht an. Warte mal kurz, wo war das? F4, ne? Ja. Soll ich mir nochmal vorher F4 anschauen? Alles aktivieren und dann kam. Ich dreh wieder durch. Oh. Ja, dann ich Christian, ich komm dann auf dich zu. Ja, Christian, komm mal weiter zurück. Ne! Aber ich seh ja jetzt auch fest. Ja, warte. Alter, die scheiß Pedale. Zum Glück sind nur wir hier unterwegs. Ich stell dir mal vor, wir hätten hier mit Gegenverkehr zu tun. Oh, ja, voll der Augenkresse drauf, ey. Boah, dieses blöde Schalten. Das du musstest doch auch mit Schaltgetriebe nehmen. Er hat Vollautomatik und ich halte sequenzielle. Ich habe einfache Automatik. Ja, das genau, ist gerade echt blöd. Ich hänge hier auch fest. Guck mal, ich hab. Oh Mann. Oh Gott, auf der Karte, wo die nächste. Und er hat nämlich auch einfacher, deswegen. Nee, Stefan, wenn du das machst, dann haben wir den ganzen, ist der ganze Spaß weg, ey. Jo, ich weiß. Ja. Deshalb gucke ich ja. Das ist ja das Blöde hier auf der Straße. Gibt's halt auch nichts anderes. Ne, du musst ja auch mal an der Grenze. Einmal rückwärts? Ach, du fährst schon rückwärts? Ja, ich fahr schon rückwärts. Soll ich sonst auch mal versuchen, mit ranzukommen? Alter, wer hat den Rückwärts, ihr Rückwärtsgang, Assi, sag ich denn? Die Rückwärtsgang. Im Rückwärtsgang hast du eigentlich die beste Übersetzung. Es tut sich hier gar nichts, es ist es ja. Warte, ich komm noch mit. Es wird nichts bringen. Kommt die Lichtorgel da angefahren? Ja, aber Licht ist ja gut. Also wer gerade nicht am Schieben ist, der kann hier gerne ausleuchten. Du rutsch auch durch. Ja. Mit ordentlich Maggels. Halt Alter, jetzt fahr doch mal raus hier. 6x4 Antrieb haben. Warte, ich schieb mit an, Bobby. Ja, oder was? Oh, warte, jetzt warte, stopp. Hallo! Komm mal wieder zurück. No, ernsthaft! Komm wieder da, geh mal weg von der Wiege. Gott, nein! Das ich mach mir kein Joghurt auf! Oh! Stefan, ich schieb dich dann gerade weg! Ja, aber ich komm trotzdem nicht vom Fleck. Versuch doch mal deinen Anhänger abzukuppeln. Dann müsstest du halt. Halt vor mir weg, sonst komm ich da halt auch nicht vom Fleck. Ja, ich komm auch nicht weg! Alter! Okay, ich hab jetzt abgekoppelt, schau mal. Ich drück gegen dich. Ja, ich komm hier gerade weg.
Bleib mal kurz da stehen. Oh, jetzt. Komm, scheiß LKW. Hör auf zu schalten. Wäre ja so schön, wenn wir jetzt halt Licht hätten. So. Mein LKW schaltet immer. Dein LKW ist gemein, der mag dich wohl nicht. Ich schalte gleich echt auf. Manuel. Mach echt eine Autobahn. Manuel, neuer. Ich stecke in der Schneewehe drin und kann halt weder vorwärts noch rückwärts. Morgi, warte, ich fahre so durch. Ja, du brauchst nicht. Ja, ist klar. Ich mal. Oh. Glitschen, Fuchs. Das ist nicht geschrieben. So, und jetzt? Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass du einen Sechsachser hast, oder? Ah, jetzt. Und jetzt zieh voll durch. Damit rennst du zumindest erstmal raus. Ja, ich gebe schon Gas, aber da ist er wieder im Straßengraben. Moment, ich muss erst lenken. Und dann. Au. Oh. Sag mal, schiebst du mich immer nicht so weiter weg? Alter! Sorry, das war gerade verloren. Aber keinen Schaden bekommen. Motorräder. Alter! Wie kriegt Alter. Stefan jetzt seinen Anhänger wieder? Das ist, denke ich, die Frage. Endlich ist der Rückwärts. Ach, scheiße, ich muss mal wegkommen. Dennis rückwärts und dann will ich ran. Oder Stelle, wo ich ran kann. Na, ich glaube, das wird nichts gehen. Nicht gehen, ich versuche mal. Er geht immer durch und dann schaltet er runter. Ja, genau, das ist mein, auch mein Problem. Ja. Oh, muss auf jeden Fall so. Jo, stellt um auf echte Automatik. Da kommst du mit Schaltgetriebe besser. Ja, oder echt, oder Schaltgetriebe, wie auch immer, aber macht wegen was anderes. Oh, Schaltgetriebe, hey. Erster Gang. Ich schalte das in den Optionen mal um. Macht es. Und schon mal auf. Richtige Automatik erstmal zum Testen. Hat das jemand von euch? Echte Nein. Automatik habe ich. Ich habe einfache Automatik. Da musst du, wie heißt das hier? Ja, einfache Automatik ist ja der Scheiß, den die da gerade haben. Habt haben. Ja, ich weiß gar nicht, bei irgendwas. Probiert am besten. Ich glaube, das mit der Haarschaltung war das. Das ist schön. Wie schalte ich da hoch in die Digitalleiter an? Er dreht trotzdem durch und schaltet genauso durch die Dings durch wie vorher. Verstehe ich absolut nicht. Ja. Du warst doch eben schon raus. Hallo? Und jetzt fahren wir geradeaus. Jo. Los, jo. Weißt du? Keine Sorge, alles gut. Ja, ich habe ja vorne noch diesen Bügel vorne dran, dann dürfte er es. Wieso habe ich denn meine Rundumleuchten an? Achso. Ah, oh, da kommt der. Da kommt einer. Nein. Okay, dann. Ja, warte, wir stehen hier gut, der kann da vorbei. Ja, der kommt vorbei. Der Saboteur, 1966. Von wo kommt der? Ja. Der kommt von hinten. Der kommt von hinten, keine Sorge. Ja, ich bleib hier auch schon stehen. Ach, da hinten ist er. Da hat doch eine Lade dran. Warnklinke an. Geil, gleich kommt der Alter. Aber echt. Wo ist denn der? Ach, da ist er. Vielleicht bleibt er auch gleich noch hängen. Mir nochmal einen Schubs. Ja, ich versuche es. Ich würde das mal sagen, warte das mal, bis er vorbei ist. Jo. Da kommt noch einer. Der ist ein Ding, dürfte hier aber für. Das glaube ich. Halt vermutlich so schön, dass er nicht vorbeikommt, möglicherweise.
ich hätte so gedacht, wenn der 25 Tonnen nimmt, aber wir haben keine. Der hält tatsächlich an. Sein Ernst. Dann kommt der nächste. Achso, just right by. Achso. Dennis, hey, du bist allerdings ein bisschen vor. Ja, ja, genau das. Damit die hier Platz haben zum Durchfahren. Wollen die gar nicht. Nee, ich glaube, die wollen sich das Spektakel hier mit anschauen. Wir wollen gucken. Was? Alter, er fährt nicht. Achso, wir fahren auch mal da, Alter. Nein, ich muss nicht. Was macht der jetzt? Er fährt da lang, ich glaub's nicht. Was ist das für ein Video? Ich glaub's hackt. Das macht er nicht ernsthaft. Macht er doch. Er dreht komplett durch bei mir. Wir versuchen wir auch mal andere Richtung zu fahren. Oder auch mal zurückzufahren. Auch mal anzutippen und so weiter. Das mache ich gerade schon, aber er dreht sofort durch. Ja, jetzt mal in die andere Richtung. Also jetzt wieder zum Schnee mal wieder drehen. Richtung Schnee, genau. Oder auch immer geradeaus. Stefan. Ja. Entschuldigung. Hey. Komm, wir klappen, ich hab alles im Laufzeichen. Hey, ihr wolltet diese Strecke haben. Ich wollte sie nicht fahren. Natürlich. Ich muss es fahren. Jetzt müsstest du mal gucken. Geradeaus. Ich rutsche rückwärts. Obwohl ich vorwärts fahren will. Jetzt gerade im 10. Gang. Ich glaube, bei dir ist echt das Problem, dass du zu wenig Leistung hast. Da kommt. Ja, gib Gas. Hallo? Jetzt gibt er ja nicht Gas. Hoffentlich habe ich das richtig geschrieben. Gut schon. Na jetzt. Warte, ich hab lange nicht mehr in Englisch geschrieben. Ja. Dann fahr das mal rückwärts. Nee. Da geht gar nichts. Doch. Aber. Ja, warte. Wir haben Stefan ein Stück gebaut, aber geht's nicht. Ja, aber. Hallo, da musst du durch 11 Gang. Hä? Ja, denk, fahr doch mal in einen anderen Gang. Versuch zum ersten Gang. Ja, aber wie kriegst du den rein bei Automatik? Weil der schaltet das schließlich auch aus. Ein normaler. Du musst ein normales einmal anhalten. Nee. Ah, da kommt noch einer. Oh. Ich werde mich wieder verziehen. Weil, wie gesagt, da kommt einer. Ihr wolltet diese Straße haben, jetzt habt das denn. Ja, Alter, wenn du recht, Alter, noch einer. Ah, ja. Konvoi. Das ist ein Konvoi. Scheiße. Ey, ich freue mich schon auf das YouTube-Video. Ja. Sonnabend. Ab Sonnabend. Ich glaube, ich muss das in Parts unterteilen, weil ansonsten kriege ich das nicht auf einmal hochgeladen. Das könnte zu lange dauern. Für die Fehlfunktion? Jo. Den habe ich auch ständig. Christo, was machst du denn? 28% Schaden. Ich versuche, ein bisschen Platz zu machen. Achso. Ich habe weniger. 2, 4, 5 Leute von dem. Alter. Weiterfahren. Der eine hat Dynamit geladen, weiterfahren. Hä? Alter, der genommen. Björk? Ist das nicht dieser eine Holzbetrieb? Ja, ja. In Schweden? Oder jetzt in Skandinavien? Ich hätte so gefeiert, hätten sie das Unternehmen Björn genannt. Alter, nice. Das gefällt mir. Ach, ja, und jetzt weiter versuchen.
Wieso fahre ich eigentlich wieder so zurück? Na ja. Wie kriegen wir Stefan da jetzt raus? Jetzt, oh. Fast. Ich versuch's, aber er rutscht immer wieder da zurück. Kommt noch und aus dem Kram komme ich nicht raus. Ich weiß doch nicht, wieso kommst du da nicht weg? Ja, weil er halt eine Sechsachse hat. Sechsachse heißt, da hat er viel zu viel Angriffsfläche. Müsstest auch mal vielleicht rückwärts versuchen und so, damit du Schwung kriegst und so. Normalerweise müsstest du jetzt lang so ein bisschen besser durchkommen. Ja, jetzt. Und jetzt Vollgas nach vorne. Nach vorne. Ja, ich muss aber halt erstmal wieder umschalten. Achso. Und noch einer. Ah, Alter. Aber wie kriegen wir seinen Anhänger raus? Das ist das andere Problem. Neutral. Jetzt. Vorsicht, komm. Ich hol Schwung. Ja. Ich hol's los, aber. Die durchziehen. Ach, das gibt's doch nicht. Ach, so bleibt er da hängen. Nochmal versuchen rückwärts. Sonst fahren wir jetzt hier irgendwie raus, ey. Versuch das rückwärts komplett. Also jetzt raus hier da lang. Erstmal wieder neu starten. Wow. Jawoll! Jetzt hat er uns natürlich noch schlechter gemacht. Wieso rast der hier so lang, Bongo? Da kommt noch einer, Bobby. Einzelfahrt ohne Auflieger. Oh, okay. Der Bobby, da kommst du nicht wieder raus, wenn du das machst. Kann man das überhaupt? Na, scheiße. Nee. Ich komm hier nicht mehr vom Fleck. Dann soll ich mich zur Dings, zur Werkstatt porten und dann halt auf den Bayaxer umrüsten. Könnte bloß ein Problem mit deinem Auflieger werden. Bleibt der dann hier oder? Ja. Du müsstest versuchen, irgendwie dich wieder anzukuppeln dann. Und so, dann? Dann soll ich. Weil ich den. Ich schau mal kurz, gibt's den. Oh, ah, du hast dich natürlich wieder ganz schlecht positioniert da. Oh. Was war denn jetzt? Ich bin wie Peter, ey. Voll der Bergungstrupp hier. Ich hab bloß noch Stefan gekickt dort. Wird höchstwahrscheinlich nicht mehr lange dauern. Er muss einfach nur. Stefan, der ist voll drin, dann kannst du machen, was du willst. Der kommt dann wieder raus. Also der Typ hat unsere Situation natürlich verschlechtert. Mit der Anhänger. Weil er den halt so blöd rumgedreht hat. Das ist natürlich echt gut. Ja. Kein guter Fahrer, Stefan. Ich bin hier schließlich auch noch ein Anhänger. Lehrling. Pussy. Nein, ja, was auch immer. Das ist eine schwierige Strecke. Ja. Wollt ihr weiterfahren? Nee, wir warten, oder? Ja, ja auf was? Auf den Fassnimmerleinstag. Ja, also ich werde hier nicht mehr wegkommen. Und wenn ich mich zur Werkstatt fordere, dann bleibt der Hänger trotzdem noch hier. Ja, deswegen, wir warten auf dich hier. Jo. Okay, dann verdienziere ich mich mal. Ah, Anhänger ist doch weg, oder? Nee. Nope. Doch.